Umfang. Und zwar fangen wir mal mit Dreiecken, Vierecken und unzählig vielen Ecken an. Und zwar regelmäßig. Ich sag mal Kreis dazu, in diesem Fall. Was das mit den unzählig vielen Ecken zu tun hat, komme ich noch drauf. Aber unser Thema ist heute erstmal der Umfang. Der Umfang, warum? Umfang, da steckt ein Wort drin, und zwar umfangen. Das ist vielleicht ein bisschen älteres deutsches Wort, was man nicht mehr so gebraucht, aber wenn sich zwei Menschen umarmen, dann umfangen sie sich. Das heißt, sie legen ihre Arme komplett um den anderen herum. Ich könnte auch sagen, wenn hier eine Person steht an einem Baum und die freut sich, dass da ein schöner Baum ist. Nehmen wir mal den Baum in Braun. Ein schöner großer Baum, der steht hier so. Hier oben hat er Äste, ne, und so weiter. Und die Person möchte den Baum umfangen. Was macht sie? Sie legt ihre Arme außen herum. Das nennt man umfangen. Und jetzt wissen wir auch, wie komme ich an den Umfang eines Kreises heran? Ganz einfach, indem ich sage, ich gehe einmal komplett rum. Dann habe ich die Länge des Umfangs. Aber darauf kommen wir dann erst später. Also umfangen heißt einmal komplett herum. Nicht den Durchmesser oder solche Sachen nehmen, sondern einmal alles herum. Und das ist bei Dreiecken ganz leicht. Ich nehme mal ein allgemeines Dreieck A, B, C. Und ich möchte umfangen, dann kann ich, naja gut, ich habe keine dreieckigen Arme oder eckig geformten Arme, aber man kann sich so vorstellen, dann sage ich einfach, dann gehe ich einmal rum. Einmal hier hin, gehe bis zur nächsten Ecke und nochmal die nächste Ecke. Wenn ich die Seiten jetzt mal bezeichne mit A, B und C, dann ist der Umfang eines Dreiecks, und das können wir uns gleich angewöhnen, groß U, und wir machen ein Dreiecksymbol hin, dann brauchen wir nicht Dreieck hinzuschreiben, gleich A plus B plus C. Eigentlich ganz einfach, eigentlich ganz billig. Machen wir das gleiche mal für ein Viereck. Ich nehme mal in diesem Fall ein Rechteck, das vier Ecken hat. Wir bleiben mal im Moment bei rechteckigen Gestalten. Aber selbst bei anderen Gestalten geht das. Wenn ich diese Vierecke jetzt bezeichne und ich sage, ich habe hier Punkt A, B, C, jetzt kommt ein vierter Punkt dazu, D. Ja, jetzt muss ich mit den Seiten ein bisschen aufpassen, denn ich kann nicht gegenüberliegende Seiten nehmen. Da macht man es ganz einfach so, weil die, wenn ich mir das Viereck hingestellt vorstelle, am Grunde liegt, ist das die Grundseite. Und wenn ich wissen will, wie hoch steht denn das Ding, an eine Wand gelegt zum Beispiel, kann ich auch gleich hier H wie Höhe dazu sagen. Und dass der Umfang jetzt leicht zu berechnen ist, ist eigentlich auch dasselbe. Ich gehe von hier nach da, habe ich G. Gehe nach da, dann habe ich H. Und wenn ich hier wieder zurückgehe, was habe ich dann für eine Seite? Machen wir mal Pause. Nun, jetzt auch heißt das hier einmal rum. Und jetzt könnte ich ja umständlich sein und sagen, naja, das ist jetzt mal noch nicht mit Schreiben G plus H plus G plus H. Und das ist umständlich, denn wenn ich die Grundseite hier oben nochmal von der Länge genauso habe, sage ich, das fasse ich einfacher zusammen. Da sage ich einfach 2 mal G plus 2 mal H. Das gilt jetzt hier in diesem Fall für ein Rechteck. Ich komme gleich zum Kreis. Wir nehmen mal ein unregelmäßiges Viereck. Also das stimmt, das ist total windschief, das stimmt mit keiner Seite überein. Ich habe keine rechten Winkel, überhaupt nichts. Und ich fange dann einfach an und sage ich hierzu meinetwegen zwar noch G, aber hier H kann ich nicht sagen. Also bezeichne ich das frecherweise einfach mit A plus A und B und C und D. Dann muss ich hier in diesem Fall einfach plus A plus B plus C plus D rechnen. Mehr ist es nicht. Wir werden uns aber, da wir immer wieder mit rechten Winkeln zu tun haben werden in der nächsten Zeit, werden wir uns hiermit beschäftigen und das bloß mal als, sagen wir mal, Ergänzung dazu betrachten. Jetzt gab es hier Fragen. Ich mache das mal wieder gleich so. Bevor ich zum Kreis komme, nehmen wir mal eine besonders schöne Form des Vierecks, und zwar ein Quadrat. Ein Quadrat, wissen wir, das hat gleich lange Seiten. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Dann muss ich das hier auch machen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Quadrat hat lauter rechte Winkel hier. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern mir kommt es darauf an, dass wir Folgendes erkennen. Ich lasse jetzt außen mal die Punkte weg. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier G und H. Wir hatten aber gesagt, wenn Seiten gleich lang sind,
dann kann man hier eigentlich G und H weiterhin verwenden, das geht auch. Aber ich könnte auch sagen, ich mache es mir einfacher, ich nenne die jetzt einfach mal A und A. Und hier auch, ne? Und nochmal A. Der Umfang, der gilt trotzdem, so, also die Berechnung, so wie beim Rechteck, gilt die trotzdem, wenn ich G und H reinschreibe. Aber da ich es hier leichter habe, sage ich einfach, U ist gleich 2 mal G plus 2 mal H. Und ich könnte auch alle mit G bezeichnen, auch das geht, das ist meine eigene Sache. Und dann könnte ich sagen, das ist 4 mal G. Kleinen Moment. Ja, ist richtig. Korrekterweise, ne, mache ich hier ein Symbol eines Vierecks hin. Und dann bin ich hier, aber Achtung, das eine Viereck ist anders als das andere Viereck. Deswegen ist das hier vielleicht besser, wenn ich hier U-R-E hinschreibe, Rechteck. Ich zeige es mal, wie das aussieht. Klein R-E. Und hier stattdessen ein Q. Weil ja die Formeln nicht mehr übereinstimmen. Ne? Hier habe ich nämlich einen Sonderfall, hier sind alle vier gleich lang. Und wenn ich jetzt darauf eingehe und sage, meistens wird es so gemacht, dass man die Dinger nicht mit G, sondern in diesem Fall mit A bezeichnet, dann kann ich auch sagen, dass es, also A und A, das ist 4 mal A. Hier gibt es wieder eine Frage. So, jetzt habe ich hier nochmal dieses olle Quadrat hier hingemalt, hier, und jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Quadrat, das wäre eine Rasenfläche. Und die Menschen, die im Park sind, die achten da nicht so besonders drauf, dass die Rasenfläche schön rechteckig sind, sondern wir kennen das ja. Ich mache mal die Rasenfläche wieder weg. Zack, na komm. Oh, na, schwupp. So, ach, ist die Rasenfläche wieder da. Na gut. So, und wir kennen das ja. Die Menschen machen ja Folgendes. Die nehmen gerne eine Abkürzung. Die rennen hier schnell mal über die Ecke. Und hier auch, und hier auch, und hier auch. Naja, sagt irgendwann der Gärtner, wenn die immer über die Ecke rennen, dann mache ich mal gleich hier, dann lasse ich mal hier außen das alles weg. Ja, was machen die Menschen? Rennen sie hier über die Ecke. Rennen sie hier. Der Gärtner wird verzweifelt. Aber wenn ich dieses über die Ecke rennen, wenn ich das immer mehr vervollständige, was passiert denn dann? Dann ahnt man schon, was das wird. Ne? Das wird ein Kreis. Wenn sie alle über die Ecken immer schön gleichmäßig rüber rennen, dann bleibt ein Kreis übrig. Also sieht das dann so aus vielleicht. Na, komm. Und hier lässt sich schon an, wie ist der Umfang? Einmal rum. Also, entweder ich fange von hier an und gehe einmal rum. Oder ich mache das von einer anderen Stelle, das ist vollkommen egal. Ich kann auch von hier anfangen und einmal rumrennen, bis ich hier wieder angekommen bin. Das ist der Umfang. Wenn ich also so weit gehen muss, bis ich einmal rumkomme. Man macht sich also in Gedanken eine Markierung und einmal rum. Aber wie lässt er sich bezeichnen? Das ist das Verrückte. Und da werdet ihr gleich Folgendes sehen. Und zwar, wenn ich den Umfang eines Kreises nehme, dann sieht die Formel so aus. U, und jetzt mache ich mal Kreis. Ihr könntet auch U Kreis machen, ne? Das ist egal. Umfang eines Kreises ist Pi mal D. Wobei, der, nicht ganz hübsch, einmal genau durchmessen, ist auch ein altes deutsches Wort. Ich durchmesse den Kreis, nämlich ich fange einmal an der einen Ecke an und gehe genau zur gegenüberliegenden Ecke. Das ist der Durchmesser. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ich gehe von hier nach hier. Da hätte ich hier auch eine Art Durchmesser, das ist aber in diesem Fall A. Wenn ich von hier nach hier gehe, ist es weiter, ein Stück weiter. Ne? Das ist A und das ist A, das ist also ein Stück mehr. Und da haben, ich kürze es jetzt mal ab, da haben Mathematiker die Zahl Pi, das ist ein griechischer Buchstabe, die Zahl Pi entwickelt. Und die Zahl Pi ist eine ganz verrückte Zahl. Wir merken sie uns, Pi reicht uns als 3,14. Das ist ausreichend genau für die Praxis. Sodass, wenn ich sage, ich möchte mal wissen, wie groß ist der Umfang eines Kreises, dann muss ich den Durchmesser ermitteln. Und dann sage ich Durchmesser mal Pi und dann hätte ich das. Noch ein anderes Wort zum Kreis. Jetzt mache ich den Kreis mal ganz schlampig. Von hier nach hier, vom Mittelpunkt nach außen bis zum äußersten Punkt des Kreises, ist es nur der Radius. Radius kommt von Strahlen. Ein Strahl, der vom Mittelpunkt bis zum Rand geht. Wenn ich den Radius aber mal auch in diese Richtung malen würde, hätte ich hier noch einen
Radius. Und wenn die genau auf einer Linie, auf einer Richtung liegen, dann kann ich Folgendes sagen. Der Durchmesser ist gleich wie viel? Also, R und nochmal R sind zweimal R. Also kann ich sagen, der Durchmesser ist zweimal dem Radius. Und wenn ich das jetzt mal in meine Umfangsformel einsetze, kann ich auch sagen, U eines Kreises, wenn ich den Durchmesser nicht habe und erst ermitteln muss, weil ich nur R habe, ist Pi mal 2 mal R. So sieht das aus. Nochmal der Hinweis, das geht nur bei regelmäßigen Kreisen, wo also praktisch der Radius überall gleich groß ist. Wenn ich das Ding hier so geschmiert habe, bitte ich jetzt um Verzeihung, also bei Eiern oder Ellipsen oder wie die alle heißen, also alle, die nicht echte Kreise sind, da geht das so nicht mit der Formel. Und nochmal der Hinweis auch, diese beiden Formeln hier für den Kreisumfang sind gleichwertig, die kann man beide benutzen. Je nachdem, was ich habe, sage ich, wenn ich einen Durchmesser nicht habe und einen Radius dafür, nehme ich die untere, ansonsten nehme ich die obere. Da ja das letzten Endes hier gilt. Okay, Moment. Jetzt hatte ich aber am Anfang gesagt, wieso ist ein Kreis ein unendliches, regelmäßiges Vieleck? Machen wir mal folgenden Versuch. Nehmen wir mal an, wir wissen noch, wir konnten wunderbar mit dem Radius hier ein Sechseck draus machen, ne, aus dem Kreis. Haben wir ja so schöne Blumen machen können. Na, der letzte war nicht so gelungen. So, wenn ich jetzt diese Ecken hier verbinde alle, habe ich ein Sechseck. Bis dahin noch eindeutig, ne? Oder ist es ein Fünfeck? Ist ein Fünfeck, ne? Okay. Jetzt nehmen wir mal an, ich mache ein Sechseck. Oh, na. Dann hätte ich ein Sechseck. Nehmen wir mal an, ich mache ein Zwölfeck draus, dann teile ich ganz einfach bloß und sage, okay, dann mache ich die von hier bis hier. Und dann legen sich diese Verbindungslinien, je nachdem wie viele ich Ecken habe, immer weiter an den Kreis an. Wird euch jetzt klar, was da passiert? Je mehr ich Verbindungslinien hier mache, also je mehr Vielecke, regelmäßige Vielecke ich mache, umso mehr legen sich diese, wenn ich von hier bis hier verbinden muss, umso mehr ähneln die dem Kreis. Und wenn ich dieses ganze Ding jetzt hier mal, na, komm, wenn ich das jetzt mal richtig verkleinere und noch kleiner mache und noch kleiner und noch kleiner, dann wird es einem Kreis immer ähnlicher. Logisch, was passiert ist? Also auch ein Vieleck, von ganz Weitem betrachtet, sieht aus wie ein Kreis. Und wenn ich unendlich viele Ecken habe und die alle den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben, dann wird es ein Kreis. So kann man sich das mit dem Kreis merken. Ich höre jetzt mal an dieser Stelle auf. Wir werden uns jetzt mal in der Natur mit ein paar Umfängen beschäftigen, okay?